Wunderschön. Auf geht's. So, C-Seite startet natürlich ganz klar, denn sie haben den Pick gehabt, also hatte nur auf die Seitenwahl und hat sich selbstverständlich die CT-Seite genommen. Und von dem her müssen sie auf der D-Seite jetzt hier erstmal starten. Und das ist ein ordentlicher CT-Push hier erstmal von North, die da erstmal Big jeden Raum zum Atmen nehmen. Ja, also komplett da wirklich aggressiv nach vorne zu gehen. AZ hat ein bisschen Pech, sieht den Cross dann nicht in die Apartments und wird sich da selber jetzt so ein bisschen gucken müssen, wo eigentlich der Raum eingenommen wird. Und Big geht mal komplett mit der Hammerhund-Methode da durch und ja, müssen da schauen, dass wir nach oben gehen und ich denke, dass wir hier den Windows-Sound dann doch wieder etwas pushen müssen, weil sonst kommt da nicht viel an. Ah, gerade eben sehr leise. Das fixen wir eben schnell. Woran es liegt. Eigentlich sind wir hier volle Pulle, 78% zumindest. Wir gehen mal hier ein bisschen hoch. Hoffen wir, dass es jetzt für euch gut aussieht. Bitte mal kurzes Feedback in den Chat, ob das so passt. So, wir werden es gleich hören. Also, wir wollen mal hoffen, dass es wieder läuft. Haut mal in den Chat rein, wie es aussieht. Gar kein Sound, aber es könnte auch daran liegen, dass gerade gar nichts passiert. Ja, gerade eben wird nicht viel geschossen, da war die Smoke, aber das ist schon, ich weiß nicht, schreibt ihr uns rein, wir hören es natürlich anders als ihr, dementsprechend euer Feedback ist gefragt, damit wir die Sounds wieder so anpassen können, wie es für euch am besten ist. Gerbi aber mit dem ersten Frag da nochmal hinterher und damit ist es nur noch Gobbeland TB, der sich hier in der Pistol Round irgendwie halten könnte. So, wir haben noch ein bisschen was umgestellt. Hoffentlich läuft es jetzt wieder bei euch. Hoffentlich passt es jetzt. Jetzt, okay. So, und with Air, der schreit jetzt auch laut und dann könnt ihr das jetzt auch hören. Jetzt passt es, ja, wunderbar. Gut. Wir haben es, wir wissen, woran es liegt und dementsprechend haben wir es jetzt auch wieder mit dem Cleanfeed Sound. Ihr hört alles, ihr hört uns und wir sind bereit. 1:0, der Start für die Jungs von North und Big wird hier jetzt dieses Mal, ich glaube erstmals, mit einer kompletten Full Eco in die zweite Runde gehen. Hier nichts forcen, nichts versuchen, sondern wirklich komplett auf die Sparrunde zu spielen. Aber er hat direkt die Nate runter, aber die Katze Centaurus hier wirklich nur maximal einen Fingernagel ab. Und sie sichern erstmal hier die Banane ab und auch da sofort die Granaten parat und die, oh, die hat richtig gesessen und der Strahl von AZ und das ist so viel Schaden und darf schon keinen danach rausnehmen, nur das Magazin konnte ihn aufhalten, nächste gute Nate hinterher und Walde sichert sich ja auch noch zwei MP9-Frags hinterher und kann wahrscheinlich auch noch die M4 von AZ picken. Ja, und dementsprechend da super, super starkes offensives Verteidigen, nenne ich es gerne, auf der Banane. Darunter gepusht mit der Flashbang und den Nades. Hat man sich da nicht viel für Big überlegen müssen mit den Pistols. Konnten sie da nicht gegenhalten. Damit das schnelle 2:0 für North. Und wir sehen das Replay natürlich nochmal von AZs. Schönes Playdown, da liefen ihm wirklich alle rein. Also gar kein Problem für ihn. Schönes Replay. Und jetzt die erste Fullball-Runde für Big. Viermal die AK, eine Galil bei Gobbi. Und die Runde auch für North noch mit der MP9, der UMP, der Farmers. Recht ausgeglichen. Und jetzt bin ich gespannt, was Big ihr für uns aus dem Hut zaubert. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Die Anzeichen stehen auf jeden Fall dafür, dass die Banane auch deutlich umkämpfter sein wird. Wenn wir da an Ancient City-Seite zurückdenken, vor einem Spiel, da war doch eher das passive Spiel die Devise. Und ich kann mir bei North da durchaus vorstellen, dass wir da die ein oder anderen schöneren Battles sehen an der Banane. Wird deutlich stärker umkämpft sein. Und ja, Big jetzt zumindest in dieser Runde mal. Mit ein bisschen Raum, den sie dann nutzen. Wollen hier das Y, wenn ich es richtig sehe. Und jetzt soll es dann auch langsam sich hervorgehen. Mal schauen, geht den B-Go eben wieder durch. Wir haben es auch gegen Ancient oft gesehen, diesen klassischen B-Go mit der Vorbereitung und damit jetzt auch mit den Nades, die noch da sind. AZ kann den Kontakt aber ansagen und damit die Rotation jetzt bereits gestartet von North. Es muss ein bisschen flotter gehen jetzt für Big, noch 45 Sekunden auf der Uhr. CT Smoke liegt nicht, kommt erst jetzt durch und damit kann man sich eine ganze Menge Raum einnehmen. Und Centaurus mit einem nicht so kommen Peak, aber Walde holt sich beide und das war nicht richtig umgesetzt, was man da eigentlich vorhatte, weil der Versuch war gut, sich da quasi über CT nach hinten in die Constructions zu spielen, aber Centaurus ist einfach auf dem falschen Model da unterwegs und dementsprechend jetzt 3 gegen 5, guter Retake-Möglichkeitsversuch für North. Ja, aber Kirby ist ja schon da von der Banane, es ist viel Schaden und Tizian muss da jetzt auffallen und mit dieser Flash wird Tabs dann auch nicht mehr machen können. Am Ende ist sogar der Molotov, der für den Kill sorgt. An sich eine ganz interessante Variante, sie werfen halt die tiefe CT-Smoke, allerdings auch relativ spät und normalerweise kannst du dann halt auch schön schnell über die Ruine hinten angreifen und das Ganze clearen. Sie wussten, dass ein Spieler Ruine ist, aber das ging halt gerade wirklich komplett nach hinten los. Ja, definitiv. Also die Idee war gut, die Umsetzung dann das Problem, sich da wirklich zu
entscheiden, das Ganze von hinten zu pushen, den B-Spot erst zu clearen, dann die Bombe zu legen und dann war es eben 3 gegen 5 einfach nicht mehr machbar. Gute Flashes auch nochmal von North zum 3:0. Big damit erstmal wieder mit den Pistols und damit auch erstmal wieder deutlich unterlegen, was das Equipment angeht. North kann sich da eine gute CT-Economy aufbauen. 3 AKs gesaved aus den letzten Runden. Walde kriegt den Molotov zwar ein bisschen ab, aber das ist wohl noch nicht der Rede wert für diesen nächsten Go-Versuch. Nee, wahrscheinlich wird das kaum eine Relevanz haben. So, wir gehen vor, zusammen mit Beki in der Mitte. Und ja, das wird jetzt auch was Schnelleres werden mit diesen Waffen. Muss man auch schnell den Kontakt suchen. Gute Flash schon mal da gegen Yugi. Das ist der erste Track. Gate pickt hier unglücklicherweise die Bombe, die, glaube ich, sogar noch in den Sandkasten runtergefallen ist. Oh, Gate! Oh, Gate mit 4! Oh, darf noch einer sein. Schöne Flash. Oh, so eine schöne Flash und Tapsen gewinnt. Die Night ist einfach. Wahnsinn, gut gespielt von Gage, schöner 4K am Ende des Kirby von hinten, 4-0 North. Man hat es versucht, man hat sich Mühe gegeben, aber mehr als 2 gingen einfach nicht mehr rein. Und 4-0, schon wieder ein guter Anfang für das Team der Dänen, aber trotzdem noch kein Beinbruch für Big. Jetzt erstmal wieder Geld für den Fullby, jetzt wieder fokussieren und dann die 5. Runde anzuspielen. Da sehen wir Gates, schönen 4K, den gönnt man sich auf jeden Fall. Ja, den lässt er sich wunderbar schmecken und Big jetzt wieder in der Full-Equip-Runde unterwegs und ja, man darf nicht so viel drauf geben, 4 CT-Runden jetzt hier für North am Anfang sind noch nicht alles und wir wissen, dass Big auf Inferno auch ein bisschen was kann, man muss sich nur gegen die Stärken von North hier irgendwie durchschlingeln und erstmal ein bisschen ins Spiel reinkommen und das ist jetzt die eine Runde, die vielleicht diese Eröffnung sein könnte. Und sie spielen es deutlich schneller als gegen Ancient. Wir hatten da gefühlt jede zweite Runde eigentlich, oder noch häufiger, Ghosts, die auf 20 Sekunden gestartet sind. Also da ist das Tempo deutlich höher, was sie hier gerade gegen North erstmal in den ersten Runden an den Tag legen. Ja, auch wichtige Peaks jetzt da wieder Richtung Banane, da immer wieder den Fokus drauf zu setzen, der deutlich lieber angespielte Spot für Big und auch mit den Nades da den Versuch auch wieder gegen Kirby, aber der scheitert und damit holt man sich Dennis als erstes und Kirby direkt mit dem Double Kill, starke Entries und es sind nur noch 3, das sind unsere 3 Banane-Jungs für Big und die müssen jetzt den B-Spot einnehmen, Bombe planten und verteidigen gegen North, was jetzt eben schon komplett am Rotieren ist. Molotov kommt Richtung Ruine, Walde aber gegen Santaris erfolgreich. Walde will sich da nochmal rausflashen, will da weiter aggressiv gegengehen. Und noch liegt die Smoke, 30 Sekunden auf der Uhr und es sind halt nur noch Tapsen und Gob B. Sogar an dem Boost hier will man nochmal probieren. Gob hat den auf dem Schirm, aber das wird ihm halt auch wenig bringen. Tapsen erneut in einer aussichtslosen Situation, erneut in einem 1 gegen 5. Ja, und man muss fast sagen, erneut bringt North 5 Waffen mit in die nächste Runde, erneut Flawless. Und das ist schon wirklich bärenstark, was sie hier gerade aufspielen auf der CT-Seite Inferno. 3 Flawless Rounds in Folge. 4 AKs bei North, die über 2 Runden hinweg beim Team bleiben. Plus AWP für Yugi und Big chancenlos. Kein Duell wird gewonnen, kein Frag fällt für die deutsche Seite. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ernüchternd, sehr, sehr bitter. Und da wollen sie mehr. Das ist ihr Map-Pick. Da muss mehr passieren. Taktische Pause jetzt nochmal bei Big. Und auch wichtig natürlich, sich da irgendwie einzustellen, um die Runde noch zu kontrollieren und das Ding zu halten, weil so kann man nicht weiterspielen. Ja, auf keinen Fall. Wenn wir mal kurz mal reingucken auf die Stats, auch wenn ich darauf natürlich nicht allzu viel geben möchte, 4 Spieler von Big haben noch keinen einzigen Frag erzielt und das ist schon wirklich eine relativ vernichtende Statistik jetzt erstmal. Das heißt halt wirklich, die Spieler sind einfach nicht drin. Wenn Xantaris keinen Frag hat, ein Tizian, Dennis und ein Gob B, keiner irgendeinen Frag kriegt in diesen Runden, ist das schon sehr bezeichnend und dadurch sind natürlich auch diese Flawless-Runden zustande gekommen. Also da passt gerade etwas absolut nicht. Ja, wir sehen hier auch Tapsen, wie er sein Team versucht zu motivieren, da auch die nächsten Strats so ein bisschen ansagt. Mit Gob B zusammen, der Caller momentan, und hat sich nach der Cologne ein bisschen auf diese Seite abgewechselt. Und Gob B ja auch immer gesagt, er möchte Tapsen ausbilden, er möchte ihm das auf den Weg geben, was er eben als Spieler noch dazu bekommt, als IGL. Und das probiert man eben da auch so weit wie möglich durchzusetzen. Mal gucken, was es bringt. Mal schauen, was jetzt kommt für die Jungs von Big. Also erstmal ist es aber nochmal eine kleine Economy. 2 MAC-10s und Deagle Tech 9 und P250. Alles so ein bisschen um den 2000er Dreh, um in der nächsten Runde wieder kaufen zu können. Für North also eine gute Möglichkeit mit diesem weiteren starken Spiel, was sie momentan haben, die 6. Runde klar zu machen. Ja, Big hat sich natürlich schon eingefunden seit über einer Runde in dem Max-Loser-Bonus. Von dem her erreicht das gut und deswegen können sie sich halt auch so ein bisschen was jetzt hier erlauben.
Aber das werden halt kaum die Mittel sein, mit der man North mehr als auch nur ein Härchen krümmen kann. Und trotzdem muss man es natürlich versuchen. Aber wir wissen halt einfach, wie bretterstark North ist und wie viel sie schon auf Inferno bewegt haben. Und dass sie das natürlich jetzt auch weiter fortsetzen müssen. Wir denken da zurück an Spiele gegen MIBA in der EPL. 16-13 haben sie die platt gemacht. Und ja, das Wichtigste natürlich, ein Vitality besiegt. Und ja, Big in der EPL auch auf Inferno besiegt. 16-6, genauso wie gestern auf das 2 Big 16-6 besiegt. Also North ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht irgend so ein dänisches Team. Ja. Das ist auf jeden Fall eins der Top-Teams oder zumindest auf dem Weg dahin. Definitiv. Und sie sind ja auch noch in der Top 10 der Weltrangliste. Also auch da natürlich ordentlich was, gegen das man hier spielen muss. Und Overpass da einfach knapp aus. Dementsprechend hat man so ein bisschen die Hoffnung gehabt. Aber jetzt ist es Gate mit 1, mit 2, mit 3 und mit fast 4. Der letzte steht unten unter der Balkone. Den nimmt er sich mit. Und dann kann man auch mal ratschen für Gate. Schönes 4K von ihm. Gegen die Ecofrax gönnt er sich auch die 6. Runde für North. Wieder nur einer gefallen. Wieder spielt man hier unfassbar stark mit dem 6:0 gegen Big. Ja, und die Deckung ist halt wirklich, wirklich stark. Das erinnert so ein bisschen an Astralis, so ein bisschen das dänische Inferno-CT-Spiel. Das ist einfach brutal, dagegen zu gehen. Das Einzige, was noch ein bisschen anders aussieht, ist das Bananenspiel. Aber das liegt halt auch daran, dass Big nicht die Banane auf die Weise contestet, so wie sie North eigentlich erwartet und wie sie die eigentlich dann auch ablocken würden. Deswegen ist da momentan so ein bisschen der Fokus von weg. Wenn wir jetzt gerade mal drauf achten, wieder ein Big-Spieler halt abgestellt Richtung Banane. Und das wird natürlich North nicht dazu bringen, da Utility reinzuwerfen, dass wir da jetzt ein größeres Battle kriegen. So wie ich es eigentlich erwartet habe und so wie es halt auch häufig ist bei den Spielen von North. Um da eben nochmal vielleicht zurückzugehen auf so ein Spiel gegen Vitality. Ja. Cabian Gates. Nach vorne in Richtung Short. Sind da so zwei im Cross, halten das gut. Jetzt geht man vielleicht sogar durch die Smoke und Xantares hat es nicht auf dem Schirm. Kerbi mit dem ersten. Jetzt kommt man noch aus zwei verschiedenen Stationen. Kerbi mit dem Double Kill und da ist Walde für die direkten Antwort. Practice nochmal mit dem Spraydown. Dennis macht aber noch einen. Tizian ebenfalls. Und damit haben wir ein 2-on-2. AZ wird wichtig auf dem A-Spot alleine. Und er sieht ihn, wie er nach oben springt und holt sich Tizian. Und Dennis ist der Letzte. 1 gegen 2. Er muss AZ holen, um die Bombe zu planten und das am besten zu schnell wie möglich, weil die Rotation von Yugi auch schon fast komplett abgeschlossen ist. Und er sieht ihn nicht. Er hat auch die Nate nicht gesehen, glaube ich. Aber er weiß, dass er ungefähr darüber hin muss. Aber jetzt kommt der Headshot von Dennis. Was ist nur noch Yugi? Kann er nochmal verschieben. 40 Sekunden. 1 gegen 1. Ja, Yugi könnte da sich jetzt einen vernünftigen Winkel suchen aus der Bibliothek. Plantet hier erstmal für kurz, beziehungsweise für den Sandkasten. Frage ist, ob er da noch hinkommt. Yugi geht immer weiter vor und da fassen sie sich so knapp. Und Dennis denkt natürlich jetzt, dass lang frei ist. Und oh, damit wird er jetzt geholt von Yugi. Das ist halt Timing. Das ist einfach nur richtig, richtig Pech für Dennis. Da kann er nicht viel machen. Er geht halt davon aus, er kommt von da und dann kommt er von hinten. Das ist halt diese 50-50-Sache. Vor allem in diesen One vs. Ones, wenn man nicht weiß, von wo der Gegner kommt. 7:0 für North. Nächste Fullball-Runde, die hier in den Sand geht für Big und nicht aufs Scoreboard, wo sie hingehört. Und nächstes Mal kann man jetzt mit dem maximalen Loser-Bonus kaufen. Jeder Bomb-Plant reicht eigentlich für Big, um immer wieder mit den Rifles zumindest nachzuforcen. 4 AKs, die SG bei Gob B. Und so langsam muss was kommen. Macht ein bisschen Lärm, bringt ein bisschen den Hype wieder in den Chat. Vielleicht hört euch Big und gibt hier die Power nicht auf, um diese Map nochmal zurückzuholen. So, und da wieder der Versuch in der Mitte was zu machen. Weiterhin vielleicht mal ein bisschen Tempo Richtung Banane oder ähnliches, um North mal vielleicht ein bisschen zu überraschen. Zumindest jetzt erstmal die Kontrolle über die Apps auf der Seite von Big und da vielleicht mal den ersten Frag bekommen und dann die Eröffnung Richtung A-Side nutzen. Aber soweit sind wir nicht. Yugi mit der AWP einfach nur bärenstark. AZ eben gerade, der rotiert jetzt. Nee, Walde ist das, rotiert jetzt rüber Richtung B-Spot. Also jetzt scheinen sie zu sagen, jetzt so langsam, sicher müsste doch mal was kommen. Sie haben keine offensive Banane-Kontrolle, aber Kerbi sieht da was im Haus und das könnte ihn jetzt hier auch weiterhin noch ein bisschen was verraten. Auch er mit einer 133er ADR, das ist. Huh. Aber bei 7:0 und bei so viel Damage, die sie jede Runde austeilen, auch nicht verwunderlich. Definitiv, das ist einfach gerade sehr stark.
Tapsen kommt da jetzt über Short, der Molotov kostet ihn noch ein bisschen Zeit, kann sich da nicht so richtig darauf fokussieren. Gut, die Nades noch gedodged, dadurch, dass er sich zurückgezogen hat. Xantaris ebenfalls für lang aufgestellt. Es soll erstmal noch der A execute werden, die Bombe aber noch weit hinten. Man kann sich nochmal komplett umorientieren, wenn man das denn möchte, aber da kommt viel Schaden durch die Smoke, ausgeteilt von Northwalde, holt sich da Tapsen fast komplett blind. Okay, der ist jetzt gegen zwei, er schafft den letzten nicht, aber das 1 für 1 auch nicht genug, weil eben Walde sehr schnell darauf reagieren kann und da ist auch AZ. Also jeder von North macht einfach gerade einen wahnsinnig guten Job, gewinnt seine Duelle, gewinnt seine Angles und damit ist es Goppy quasi alleine, der jetzt auf den B-Spot geht. Gnazy muss, er gewinnt das Duell, kann nochmal planten. Oh, das klatscht. 1 gegen 3 mit der Bombe. Ja, fast nicht zu schaffen für Gop. Wir wollen natürlich ein bisschen dran glauben. Eine gute Nate. Schön. Er klickt nochmal Walde weg. Jetzt ist noch Kirby und Yugi und die kommen jetzt beide von der Banane. Nein, von der Banane und vom CT meine ich natürlich. Gop an den Särgen, da wird abgezielt von Kirby, hat sich da jetzt gezeigt, Gop. Oh, das Timing, immer wieder zur falschen Seite weggepiekt. Jetzt schafft er nochmal. Headshot, du meine Feinde, Gopi! Das gibt es nicht! Ich hab's nicht geglaubt! Ich habe nicht geglaubt, dass er das 1 gegen 3 klatschen kann. Er ist nicht der Klatschspieler, für sowas bekannt ist. Aber er macht es hier zur ersten Runde von Pick. Nice! Unglaublich, unglaublich. Also ich habe auch wirklich diese Runde schon komplett abgetan. Aber was da gerade passiert ist, da hat er die Krieg aber nochmal richtig gesalbt vorher. Gucken uns nochmal die Replays an. Kirby mit dem Eröffnungstrack in den Apps. Da schon mal einen kleinen Nadelstich versetzt. Und da ist es Gop, der alleine auf den B-Spot geht und gegen AZ erstmal ran muss, vorher schon ein bisschen Schaden einnimmt und dann ins 1 gegen 3 kommt und Batsch, da auf 8 HP runtergeht und die beiden wirklich einfach nur pulverisiert. Das passiert sehr, sehr selten, aber jetzt war es gerade wichtig, das 7 zu 1. Also Big vielleicht jetzt wieder da. Wir haben auch sofort gehört, wie die Schreie losgingen am Pult, wie sofort Tapsen geschrien hat. Nice, Mann, Fatih. Ich glaube, sowas in der Richtung habe ich gehört. Ja, ungefähr sowas müsste es gewesen sein. Vielleicht, ganz, ganz vielleicht ist das ein Weckruf. Definitiv. Erste Runde für Big und das macht er, der Mindmaster himself macht es für sein Team. Und jetzt mit der Confidence eventuell einfach weiter reingehen. Das ist noch lange nicht vorbei hier. Big ist noch nicht geschlagen, noch weit nicht. Die erste Halbzeit immer noch drehbar und sogar noch gewinnbar, wenn man jetzt hier wirklich jede Runde holt. Und von daher alles geben, nächste Runde direkt wieder los. Tapsen oben drauf, versucht ein bisschen die Banane so unter Kontrolle zu halten und hat da auch echt guten Winkel. Sollte was Offensives von North kommen, sieht bisher aber noch nicht so aus. Ja, die Flash sorgt dafür, dass Yugi sich erstmal zurückzieht. Er natürlich auch gerade alleine auf dem Spot, also das könnte jetzt genau der richtige Call sein. North hat sich jetzt nach einer Runde, wo sie gesagt haben, jetzt langsam aber sicher müsste es ja mal ein B-Go werden, nachdem sie sich da sehr relativ früh mit 3 Leuten auf dem B-Spot confirmed hatten, jetzt wieder dazu entschieden, dass sie doch das 4-1-Setup auspacken. Jetzt, weil der erst in der Rotation, das könnte aber genau richtig sein, bewegt sich jetzt langsam vor, haben aber noch 2 Spieler in den Apps und Tapsen, der jetzt hier erstmal die Eröffnung finden soll. Und Yugi läuft ihm da wunderbar in die AWP rein. Und das ist die Eröffnung, die sie brauchen. Walde wird durch die Smoke gehen. Er wurde jetzt gesehen. Muss sich zurückziehen. Und damit der Spot erstmal in den Händen des B-Clans. Können sich da gut halten. Tizian mit dem nächsten. Kirby ist da das erste Opfer auch von Tizian. 5 gegen 3 Situation. Walde in den Constructions. Xantaris passt da auf. Mit der Galil, dass da eben nichts rauskommt. Hat eigentlich gute Crossings. Big mit dem Bombplanter sehr, sehr sicher. Und ich denke fast, dass es ein Safe werden könnte bereits für North, die eben mit ihren 6 Runden sich noch relativ sicher fühlen und sich da sagen, okay, vielleicht nehmen wir lieber die Waffen mit, anstatt jetzt hier noch irgendwas zu probieren, was dann am Ende uns nur mehr Geld kostet, als es bringt. Und ich glaube, so sieht es auch aus, der Big Clan. Also mit der erstmal zweiten Runde hier auf Inferno. Ja, und sie gehen auch gebündelt Safe über die Banane. Denn ihr Geld, das ist wirklich ganz, ganz weit unten. Und, oh, Walde. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Boah, er hätte aber eigentlich durchziehen können. Er hätte das Ding defusen können. Ich dachte mir gerade, die Runde geht rum. Ich weiß nicht, warum er es nicht probiert hat. Er stand da und ist sowieso gestorben. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach E gedrückt hat. Also, ja, ich war gerade kurz so schockiert, dass ich gar nicht gekraft habe, was gerade los ist. Also, absolut weirde Situation, also Big zieht sich da schon zurück, Walde ergreift eigentlich wirklich die perfekte Situation. Also ja, er hat es wirklich perfekt getimt. Perfekter für einen Ninja geht's eigentlich nicht.
Aber dann nochmal. Vor allem nochmal abzubrechen, obwohl er es eh nicht überlebt, verstehe ich nicht. Dann ziehe ich doch lieber durch und sterbe. Aber gut, für den Pick-Clan sehr gut, dass das nicht geklappt hat, weil ich bin mir fast sicher, dass die 5 Sekunden ausgereicht hätten, um diesen Ninja zu ziehen. Und das wäre mental ein ganz schönes Brett gewesen für den Pick. Ja, das. Ja. Das ist schon hart. Und guck dir mal an, Xentaris 008, der hat gecarried bis zum geht nicht mehr im letzten Game. Und jetzt läuft halt selbst bei so einem Spieler gerade nichts. Denk dir mal zurück, wie er gegen Ancient auf Inferno gespielt hat. Ja. Das war ein Tier. Das war ein absolutes Tier. Und jetzt geht halt einfach mal gerade gar nichts rein. Definitiv unlucky da mit den Situationen nicht gerechnet, dass es dann so schnell nach vorne geht. Und Yugi mit dem ersten Frag-Kick in Dennis wieder mit der Eröffnung gegen Big bringt sich da in eine 5 gegen 4 Situation. Jetzt möchte man mal wieder den Aspen anspielen. Kiavi hat eigentlich eine gute Situation, aber Kanaris, die macht einfach den Rebang mit der AWP und hittet hier durch die Smoke zum 4 gegen 4. Und jetzt geht's über Short und Lang und Gate, der hat so eine wichtige Pose und er macht hier was draus, zumindest einen. Oh, Goppy macht Gate und Tizian holt sich Yugi und er verschießt einen recht einfachen AWP-Shot. Und jetzt ist es ein 3 gegen 2. Bombe liegt wieder. Es ist wieder ein Safe for North. Big mit der dritten Runde in Folge. Und jetzt läuft ein bisschen besser für den Big Clan, die sich hier ein wenig zurückkämpfen hier auf Inferno. Jawohl, jetzt ist vielleicht der Knoten geplatzt. Und ja, Gop hat diesen Knoten zum Platzen bringen lassen. Und das für ihn vielleicht auch nochmal eine schöne Befriedigung hier. Weit auf 2 HP darunter. Und ja, Big muss eigentlich nur noch dafür sorgen, diese 3 Waffen wieder mitzunehmen. Ja, und jetzt hat man es auch geschafft, North geldtechnisch runterzubringen. Die Waffen wird man nicht mehr angehen können von North. Trotzdem ist es schon hart, dass North jetzt schon mal so weit runter ist. Und für sie auch eine kleine Überraschung. Und vor allem, wenn man überlegt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und explodiert. 3-7. 2 Waffen gesaved für North, 3 Waffen gesaved für Big und dementsprechend auch weiterhin im Full-Buy. North wird das ebenfalls so machen können. Ja, das Geld reicht, einer kann droppen bei AZ für Yui, die anderen beiden können nachkaufen. Aber auch hier ist irgendwann Schluss jetzt. Nach 3 Runden, die sie in Folge verloren haben, ist das Geld dann doch mal wieder auf Null bei North. Und das wird die letzte Full-Buy-Runde, wenn Big auch diese für sich entscheiden kann. Und das wäre natürlich nochmal ein richtiger Turnaround für das deutsche Team und nochmal eine sehr, sehr gute Situation, ein gutes Statement für die T-Side abzusetzen. Wir wissen, dass Big auf der CD-Seite stärker unterwegs ist, um sich das nochmal zu sichern. Es wäre so, so wichtig, weil D-Map kann das Ganze hier beenden, wenn er auf sie holt. Aber weiterhin wird es hart bleiben. Da mal der Boost ausgepackt in der Mitte, auch da immer wieder kleine Überraschungsakzente und North fällt jetzt auch weiter zurück. Jetzt sagen sie sich auch mal wieder, wir spielen wieder das Standard-Setup, also wieder mal ein bisschen beruhigen, jetzt mal ein bisschen weniger Gamble, ein bisschen weniger Aggressivität, jetzt mal von dem Boost hier abgesehen. Und jetzt muss man erstmal dafür sorgen, dass man Big hier erstmal wieder aufhalten kann, nachdem Big hier tatsächlich 3 Runden in Folge sich sichern konnte. Und es soll wieder Richtung B gehen. Das ist jetzt so der Spot, wo man so einen kleinen Schwachpunkt vielleicht ausgemacht hat. Aber ein Schwachpunkt, das ist AZ ganz bestimmt nicht hier. Wollte ebenfalls dabei. Beide auf B warten. Hier zu viert wieder für den Engage. Also dieser B-Spot Execute ist das Klassische für die Jungs von Big. 1 für 1. Aber direkt AZ mit dem Double Kill, der das wieder kaputt macht. Oh, AZ! AZ könnte das AC machen. Es ist nur noch Tizian. AZ! Nein! Oh, Tizian denied das Ace und er müsste jetzt auch klatschen. Erst in Hunter, dann ist es Yugi durch die Smoke. Ich glaube es nicht. Da wird einfach reingeschossen. Ah, stark von AZ. Da kann man nichts gegen sagen. Das war einfach super stark gehalten von ihm. Schönes 4K und da auch Big ohne Chance nochmal auf die Seite zu kommen. Ein Spieler kann da das gesamte Setup zerstören und da ist die 8. Runde für North. Das Geld bleibt erstmal an der dänischen Seite kleben, aber Big eben auch weiterhin mit den Fullbys zur Stelle und da sehen wir es. 1, 2, dann runtergesprungen, Flashbang. Ja, die Flash. Ja, und dann zack. Ja, einfach reingesprungen. Sehr stark. Ja, sage ich es gerade noch. AZ ganz bestimmt kein Schwachpunkt und da zeigt er mal wieder, was er für ein Spieler ist. Yugi bringt sich da selber ein bisschen in Bedrängnis. Sehr, sehr gespannt, ob man hier in der Runde nochmal das Gleiche probiert. Der dreifache Aufbau Richtung Banane, aber dieses Mal etwas offensiver gehalten von North, die da direkt runterpieken. Und Dennis ist abgestellt zusammen mit Tapsen um die Mitte, die Apartments, die Second Mid, da wirklich viel Raum in Richtung A auch wieder klar zu machen. Und Big lässt sich jetzt wieder so ein bisschen Zeit darüber, diese Runde über Entry Frags eventuell erstmal zu entscheiden. Also wo man einen Pick setzen kann, dann den ganzen Executing zu verlagern. Sollte das nicht klappen, muss es natürlich irgendwann eine Entscheidung werden. Aber bisher wirklich auf mehreren Positionen und mehreren Räumen zu versuchen, das Ganze zu haben. Aber was eine Nate gegen Tapsen und Xantaris, beide mit 50 AP weniger. Das ist halt wirklich, also das, was halt Big lange Zeit gut angestanden hat, diese Utility Usage, gerade auf Inferno,
Das macht North hier wirklich gerade par excellence. Wieder diese Kombination aus Molotow und Granate hinterher. Hat nicht viel gefehlt, dann wäre es halt sogar der Frag gewesen dadurch. Und das zeigen sie hier sehr, sehr häufig. Jetzt die Smokewand aufgebaut, damit man hier gefahrlos vom Balkon runterjumpen kann. Die erste Smoke aber jetzt auch schon wieder weg. Ist Sartaris trotzdem kurz gepiept mit der Smoke. Das war sehr riskant. Und Gate, der hält sich da einfach ein bisschen bedeckt. Könnte gleich den Überraschungsmoment hier für sich entscheiden. Und die sind schon mit 4 Spielern gleich onside. Gate, Fake, Sartaris und Dennis wehren sich mit allem, was sie haben. Aber Kirby mit einer unglaublich ekligen Position hier oben, die man unmöglich erwarten kann. Aber jetzt weiß man es. Taps and down und Kirby kommt nochmal weg. Kirby jetzt von Dennis überrascht, der auf kurz schon gewartet hat. Walde fällt ebenfalls, Xantaris nochmal hinterher, 2 gegen 1, Yugi im Klatsch, Yugi weiß von einem, der direkt überlang steht, den macht er aber sehr schnell und damit ist es ein 1 gegen 1. Und irgendwie Smoke hier hilft als Deckung. Oh, Xantaris, wichtiger Frag, wichtiges 1 vs 1, vierte Runde Big, aber das hätte nochmal anders ausgehen können, also die Runden sind so, so knapp, North macht hier wirklich eine ganze Menge Stress gegen die Big Jungs auf der CT-Seite und ich denke, dass das jetzt für die letzte Runde der ersten Halbzeit auch nochmal richtig, richtig knapp wird. Ja, es sind wirklich sehr intensive Runden, nachdem es ja wirklich eine sehr starke Anfangsphase war von North, wo man wirklich schon gedacht hatte, das könnte jetzt eine Überfahrt werden. Ja. Gerade der Ahold, den North da aufgebaut hat, die Crossfires gefühlt an allen Stellen, aber jetzt Big mit dieser Runde nicht nur eine wichtige Runde geholt im Sinne von, dass sie so knapp war, sondern fürs Geld halt einfach richtig wichtig. North geht jetzt nochmal in einen harten Force-Buy rein. Wäre nächste Runde also in der Full-Eco drinne. Und das würde heißen, Big könnte tatsächlich nochmal auf 6 Runden, ergo vielleicht sogar noch auf 7 rankommen. Das wäre natürlich der absolute Wunschtraum für die Deutschen, aber Dennis schaut in die falsche Richtung, hat er das 50-50 halt einfach falsch abgepasst, wird dann geholt von AZ, aber der wird zum Glück gerefragt, also Gate zumindest gerefragt, um da die AK wieder wegzunehmen. Kirby fällt gegen Goppy, das war auch wichtig, dieses Duell für sich zu entscheiden. Und damit ein 4 gegen 3 Pick in der Überzahl, aber mit ordentlich Damage schon gegen fast alle Spieler. Nur Xantaris ist noch unbeschadet mit seiner AK und der muss dann eben auch vor allem in diesem Execute jetzt viel reißen, weil noch 2 Spieler auf dem A-Spot warten. Close Distance mit den MPs. Ja, genau, da wollen sie sie einsetzen. Sie wollen Big hier Richtung Side kommen lassen. Yugi, der natürlich ein bisschen auf die Distanz geht mit seiner Diegel. Und dann vielleicht der kleine Bait für Walde on Side. Und wir sehen auch schon, AZ ist mit seiner UMP von der Bibliothek da. Alles hat sich versammelt auf dem A-Spot, um den Big-Clan zu empfangen. Big trotzdem natürlich in Überzahl. Die Low-AP könnten ihn vielleicht nochmal zu der Ecke geben. Und ein weiterer Spieler down. Tizian und Goblo. Und dann ist es nur noch Gob mit 13 AP. Kann das machen? Nein! AZ bekommt hier den letzten Frag. Und damit schafft es North mit ganz wenig Equipment hier die Runde für sich zu entscheiden. Und das hätte durchaus auch die Runde für Big sein können. Und damit eben dieser kleine Zug, der sich in Bewegung gesetzt hätte, wie ich gerade erwähnt habe. Und der wurde je beendet. Super schade. Da sehen wir die erste Situation von Gate. Da schon wirklich die Überzahl aufgebaut. Tizian zwar mit dem Refrag, aber alles in allem hat sich das dann zu sehr durchgezogen. Und North macht diese Runde klar. Hätte ich nicht erwartet, wirklich mit deutlich schwächerem Equipment das Ganze durchgezogen. Und das ist jetzt genau der entgegengesetzte Zug, weil Big kein Geld hat. Die müssen jetzt mit Pistols spielen und North könnte hier relativ wahrscheinlich sogar auf die Double Digits aufstocken. Ja, auf jeden Fall. Also es ist absolut bitter, dass diese Runde, die ja eigentlich wirklich, wo alles für Big gerade gesprochen hat und die so, so wichtig war, die vielleicht sogar in retrospektive spielentscheidend sein könnte, dann verloren geht. Und Xantaris, der eben gerade noch 0-0-8 stand, der zeigt jetzt an der Diegel, was geht. Vielleicht kommen die jetzt wirklich aus einer Full-Eco raus. Das wäre natürlich was. Gott, B wird es geholt auf lang. Yugi kommt in Bedrängnis. Toast ist jetzt, aber er macht das tatsächlich nochmal den No-Scope. Muss jetzt aber auch fallen und schafft Big das jetzt echt mit der Full-Eco die Runde zu holen. Das wäre verrückt. Long Smoke liegt, das heißt zumindest der plant und das wäre ja vor der Runde auch schon was, was man unterschreiben könnte. Tabs sind jetzt alleine im 1 gegen 2. Kirby schon relativ low. Mit dem Molotow lang sich noch ein bisschen dicht halt, aber der liegt komplett in der Smoke drin. Ne? Bringt also erstmal nichts und dann war es das. Schade. Wirklich sehr schade. Big mit guten Möglichkeiten, guten Frags und sogar den Bombplant nochmal auf den A-Spot. Tapsen traurig. Das waren 1 gegen 2, was er sich gewünscht hätte, aber nicht geklappt hat. Und damit haben wir jetzt die Double Digits bereits für das dänische Team in dieser ersten Halbzeit. 10 zu 4. Wir gehen in die letzte Runde und damit auch nochmal für den Fullboy auf beiden Seiten. 5 Runden für Big wären noch wünschenswert, zumindest auf dieser T-Side und dann auf CT eventuell das Comeback noch zu machen. Da haben wir das Replay gesehen mit der Diegel und dem Double Kill von Xantaris und Big damit nochmal mit einem Full Rifle Setup in dieser letzten Runde der ersten Halbzeit. Ja, also nochmal alles geben, nochmal alles reinschmeißen und wir werfen nochmal einen Blick auf die Odds. Zumindest hatten wir das eigentlich vor, aber da wird leider nichts angezeigt.
aber da können wir nichts gegen machen. Aber nochmal ein kurzer Blick für euch. Auch an den Sponsor GGBet hier beim Starladder Major. So, Yugi, schon relativ low geschossen. Diese Runde wäre absolut wichtig. Zumindest 5, wenn man jetzt schon in diesen verdammten Strudel reingekommen ist, so dass man deutlich weniger bekommen hat, als man hätte kommen können. Man hatte alles in der eigenen Hand und noch hat man alles in der eigenen Hand. Sehr wichtige Runde, auch für Big, das wissen sie. Da hängt einiges auch dran, um diese Halbzeit auch noch ein bisschen zumindest mit der Schadensbegrenzung zu beenden. Santares alleine dieses Mal in der Banane, der Rest vor A abgestellt, um da die Richtung vorzugeben und das nochmal zu exekutieren. Und Dennis, der ist wieder in Apps und da stehen 2 Stück, Kirby und Gate bereit. Die Flashman kommt, beide sind nicht blind und können halt dementsprechend ein perfektes Crossfire aufhalten. Dennis und Tapsen aber mit wichtigen Frags und da holt man sich auch Kirby und das ist stark. 4-2 jetzt, einer davon auf dem B-Spot und das bedeutet Bombplant eigentlich sicher. Und dann ein 2-4 Retake für die Jungs aus Dänemark und das wird schwierig. Big steht gut auf dem B-Spot. Ja, der Retake versucht jetzt nochmal Yugi. Hat er schon das ein oder andere APchen verloren. Ja, sie werden es selbstverständlich probieren. Das ist die letzte Runde. Und der Molotov, der kommt sehr gut. Der kann Yugi hier nochmal, ja, komplett in die Ecke drängen. Xantaris stirbt hier aber gegen AZ. Und Yugi wird gleich nochmal den Zugriff wagen. AZ zumindest hier sogar nochmal mit dem Kit. Smoke soll ihm da nochmal ein bisschen Deckung geben. Jetzt die Flash. Und ich denke, damit wird Yugi gleich auch den Zugriff wagen. Tapsen überhaupt keinen Blick dahin. Aber dann Dennis und Tizian. Sie hatten das Backup über den Graveyard. Und damit gehen wir in eine ganz, ganz kurze Halbzeitpause. Und ihr bleibt auf jeden Fall dran, denn wir haben gleich noch eine zweite Halbzeit. Und vielleicht schafft es Big ja nochmal ranzukommen. Bleibt dran. So, da wird geklatscht und zumindest mit unseren Stimmen klatschen wir auch hier ein bisschen für den Big Clan und für ein hoffentlich spannendes Spiel. Sie können noch lachen, sie sind noch motiviert. Zumindest sind das die Eindrücke hier. Und ihr seid natürlich auch noch motiviert und ihr seid noch am Start. Ihr Chat, bitte jetzt auch nochmal ein bisschen Eskalation. Ich habe auch gesehen, einige Subs haben wir schon bekommen. Also alle, die neu reingesubbt haben, alle, die noch Subs sind, haut einfach mal jetzt die Logos raus, die ihr bekommen habt. Ihr habt das Big-Logo, ihr habt die Ratsche, ihr habt das volle Programm eigentlich zur Verfügung. Also haut doch mal richtig einen raus und dann können wir doch mal hier ein bisschen sehen im Chat. So, könnte die letzte Map sein und wenn wir das nicht wollen, müssen wir auch ein bisschen was dagegen tun. Ganz genau, Big gegen Off. Jetzt heißt es alles geben für diese CT-Seite. Ich bin der Masterplay, bei mir der Deathray und wir kommentieren für euch das gesamte European Miner. Die nächsten Tage auch noch bis zum Sonntag. Und heute ist dieses letzte Matchup, Big gegen North, der deutsche Entscheidungskampf. Sprout ist bereits raus, kann es Big schaffen? Tizian, er lässt alle an sich vorbeilaufen und könnte damit jetzt zum Joker werden, aber er macht keinen. Wird geholt von Gate, AZ ebenfalls erfolgreich. Tapsen, der einzige bisher mit einem Frag und damit der B-Spot unter Kontrolle für North. Retake-Situation für Big.
Ja, klasse Awareness da, den Blick nach hinten zu haben. Ich glaube, AZ war das mal wieder. Also damit zu rechnen, dass Tizian da durch ist, das ist schon eine wirklich gute Awareness. Aber ja, okay, das wird Big nicht schmecken und auch das wird Big nicht schmecken. Xantaris rausgenommen von Gate. Und jetzt 2 gegen 4, Retake, Dennis. Ja, sofort ist der Refrag da von Yugi. Und da wäre sogar noch ein zweiter Spieler da gewesen, der sofort hätte den Refrag setzen können. Und ja, leider dieses potenzielle Masterplay, was Tizian hätte rausholen können, nicht stattgefunden. Aber ich habe es auch schon so ein bisschen kribbeln gespürt. Hätte passieren können. Ja, definitiv. Aber es hat nicht sollen sein. Und damit die nächste Pistol Round, die hier gegen den Big Clan fällt. Big also wieder ohne Möglichkeit, was draus zu machen. Müssen erneut die Full Economy North bereits auf der 11. Runde. Und jetzt mit einer wahrscheinlichen 12. auch noch hinterher. Big braucht Runden. Ganz dringend müssen die CT-Seite jetzt kontrollieren. Vielleicht nicht in dieser, aber spätestens in der nächsten dann in der Fullball-Runde. Jawohl, jetzt erstmal mit USPs, Tabs sind da, eine HE-Granate noch dazu gekauft. Ja, es ist eine schwierige Situation. Auch wenn North jetzt die vermeintlich schwächere Seite hat, die spielen eine wirklich gute T-Seite. Und jetzt ist der Weg offen für einen potenziellen Push über den Connector oder eben über lang angehen. Aber wir sehen ja auch schon, da wird Raum eingenommen Richtung CT. Und das könnte zumindest für den ersten Verschieber da schon mal eine Beendigung sein. Xantaris, das ist eine schöne Posi und das sind gute, gute Hits. Aber ja, mal schauen, wie viel Schaden ist möglich. Ja, jetzt von zwei Seiten eingekesselt. Kirby macht fast noch den nächsten. Dennis ist da zumindest mit einem Frag gesegnet, aber Tizian ist jetzt der Letzte. Er hat wieder keine Chance eigentlich. 1 gegen 4 mit einer USP ohne Rüstung. Das wird wohl eher eine schwierige Geschichte. Und North wird sich hier die 12. Runde sichern. Tizian vielleicht noch für einen Exit, wenn er irgendwo glücklich jemanden erwischt, der vielleicht noch low ist. Yugi wäre nicht schlecht. Ansonsten wird aber auch da nicht mehr viele dieser Runde passieren. Das bedeutet für den Big Clan jetzt in der nächsten Runde alles geben mit diesem Full-Buy, weil sie natürlich, vor allem in dieser Anfangsphase der Halbzeit, immer mit dem Geldproblem gesegnet sind. Ja, MFA schaut recht besorgt dafür, dass es so, dass es so gut läuft. Sieht ein bisschen angespannt aus. Naja, er wird den Fokus auf keinen Fall verlieren. Sehr emotionslos teilweise, was wir sehen. Also emotionslos jetzt nicht im Sinne von negativ, ja, sondern halt wirklich im Sinne von super Fokus, absolut professionell und fokussiert. Sei es jetzt gerade mal 7-0 auf dem Scoreboard oder sei es jetzt halt auch mal ein großer Rückstand. Man sieht da halt teilweise in dem Mimik kann man nicht erkennen, wie das Spiel steht. Wenn wir nochmal um die Halbzeit zurückgehen, wie die lächelnden Gesichter da bei Big aussahen, die haben natürlich auch nicht den Spielstand wieder gespiegelt. Aber na gut, jetzt die Runde. Muss sitzen, Dennis. Oh, er wird direkt rausgeschottet von Kirby. Jetzt muss Xantaris nachziehen. Er trifft auch nur einen und das ist zu wenig. Jetzt aber zumindest noch Tapsen mit einem, der nachbauen kann. Und jetzt unter Balcony und Balcony Tapsen mit 2. Und damit ist Gate ebenfalls low. 3 gegen 2 Überzahlsituation für Big. Die Bombe noch nicht gelegt. Die wird jetzt auf dem Marsport platziert. Retake und den muss Big angehen. Und den muss Big gewinnen. Unbedingt nochmal resmoked. Schwierige Sache, aber machbar dadurch, dass man eben Gate low hat und in der Überzahlsituation ist. Aber Doppelflash hier noch am Start für Big, um jetzt das Glanz hier gleich anzugehen. Man wartet noch die Smoke ab, smoket sich selber nochmal die Flanke hier ab. Das ist sehr schön, damit kann der Pitspieler nicht agieren. Und man separiert den guten Gate und er hat nur 3 AP. Aber Gate nimmt nochmal einen raus, das war mehr, als man von ihm erwarten kann. Und AZ ist so ein Spieler, der sowas klatscht. 1-2, AZ holt die Runde für North. Das war stark. Das war einfach stark gespielt. Also AZ ist so gut drauf heute. Macht dann nochmal 2 wichtige. Nur man kommt halt nicht mal gegen die MPs klar hier. Man hatte 3 UMPs und eine MP5 silenced. Und das ist halt einfach schwach, wenn man das dann nicht mit den M4s klären kann. Damit jetzt wieder kein Geld. Wieder nur eine Pistolrunde. Nächstes Ding für die Jungs von North. Und mittlerweile ist es dann doch soweit, dass man sagen muss, Big braucht ein kleines Wunder, um sich diese Map noch zu sichern. Weil jetzt ist erstmal wieder Pistol Round angesagt. North also fast sicher auf der 14. Und das bedeutet, ja, entweder krasses Comeback wie auf Train gegen MIBR oder der Traum vom Major platzt demnächst. Ja, wir wollen sie nicht wünschen, aber ja, ganz realistisch und ganz neutral betrachtet ist es schon eine absolut schwierige Situation und ja, wir keepen mal die Fingers crossed. Xantaris wartet an der Smoke, da wird aber einfach durchgegangen. Ist wieder eine Flash, die reicht, um da durchzugehen. Aber es ist halt auch nur die Eco hier. Man pusht in den CT durch, Gate auf der wilden Fahrt mit der MAC-10. Ja, Walde müsste doch gehört haben, dass Dennis durchgelaufen ist. Aber er pickt sogar die Bombe. Sofort ist Walde mit dem Refrag da. Aber ja, spätestens Walde hätte fallen müssen. Dann wäre nochmal was drin gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Tizian jetzt 1 gegen 3.
Hat eine McTrin, hat eine Deagle, keine Rüstung. Und das war's. Walde nochmal mit einem schönen 4K für North. Da hat die Ratschi gehangen, aber die will auch nicht mehr. Die ist auch fertig für heute. 14 Runden auf dem Scoreboard von North, 5 für Big. Das wären jetzt 9 Stück, um das Ganze nochmal in die ordentlichen Bahnen zu lenken. Und das wären 9 Stück in Folge, die man machen müsste, ohne dass North hier auf eine 15. kommt. Und das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, auch wenn man jetzt mit dem Fullball unterwegs ist. Die muss nochmal sitzen für Big. Und jetzt sehen wir nochmal ein Replay von Waldes schönen Klicks. Zack, zack. So, ein interessanter Zeitpunkt hier, die Replays einzublenden in die Runde, ist schon voll im Gange. Aber gut, darauf haben wir leider überhaupt gar keinen Einfluss. So, es ist eine... Ich habe zumindest gedacht, es wäre eine gute Nade, war aber keine gute Nade. Da keinen Schaden verursacht. So, Tapsin. Relativ früh muss man die Smokes einsetzen, hofft da schon sehr weit vorne. Man rechnet schon damit, dass sie gleich vorgegangen wird und scheinbar... Glaube ich auch nicht, dass sie da noch lange warten werden. Wenn die Smoke faded, soll es der Execute werden. Die Nades sind draußen, die gehen durch die Smoke. Abfahrt und Tapsen, oh, und Tizian. Schön. Gute Support-Flash von Tizian, die hier viel eröffnet. Und er selber legt auch nochmal, ja, 1,9 nach, wenn man so möchte. Und Yugi jetzt nur noch alleine. Und das ist eine Runde für Big. Und das kurz bevor sich North hier die 15. sichern könnte. Tandaris mit dem letzten und damit die 6. Runde für Big. Wir ratschen nochmal, wir heizen nochmal ein. Es ist noch nicht vorbei, aber Big braucht jetzt ein kleines Wunder. Sie brauchen richtig große Wettkampfstärke, ein starkes Mindset und viele, viele gute Runden in Folge, ohne dass North hier nochmal rankommt. Weil, wie gesagt, 14 Runden ist immer so ein Punkt. Eine einzige reicht, um schon mal auf die sichere Overtime zu gehen. Und sobald man das erreicht hat, sind die Teams natürlich entspannter, weil man dann nicht mehr in der regulären Zeit verlieren kann. Man hat die ganze Runden noch zur Verfügung, kann alles probieren und sich eben auch an verschiedenen Goals probieren. Und ja, das sind viele Runden, die man da zur Verfügung hätte gegen Big. Also jetzt wirklich Beirunde nach Beirunde irgendwie durchbringen für Big. Und das sind insgesamt 8 Runden, die man jetzt holen muss, um hier nochmal den Ausgleich zu erreichen. Ein langer, langer Weg, den Big hier vor sich hat. Aber es ist immer noch Inferno City Side, auch wenn es nicht mehr so stark ist wie früher. Möglich ist alles. Oh, Kirby jetzt hält diesen Winkel hier einfach, kann da ganz normal also stehen bleiben. Und wir sehen auch hier mal einen Blick Richtung Banane schüren. Da passiert auch nicht allzu viel und Kirby hat lang genug gewartet. Santaris ist ihm irgendwann reingelaufen. Und ja, soweit hat es funktioniert. Eine gute Nate da nochmal für ihn rein. Trotzdem Unterzahl für Big. Und damit die Deckung hier auf dem Spot auch ein bisschen verkommen. Und das heißt für Big, Flucht nach vorne. Banane wird aggressiver jetzt eingenommen. Und das heißt, einen zweiten Spieler kann man über den CT jetzt schieben. Lang überhaupt keine Kontrolle. Sie müssen davon ausgehen, dass theoretisch sogar was im CT sein könnte. Kopf auf seine Lieblingsposition, aber er wird komplett böse weggeflasht. Und damit Tapsen und Tizian die letzten beiden 2 gegen 5. North so stark gerade aufgestellt. Alle Duelle gewonnen, von hinten auch alles im Blick. Lässt da auch Tizian nichts mehr machen. Und Tapsen im 1 gegen 5, die Bombe liegt. Das kann er nicht machen, das wird er nicht machen. Das ist die 15. Runde für die Dänen. Und damit auch diese Hoffnung geschwunden, dass Big das nochmal umdreht zum 16-14. Von daher, jetzt kann es nur noch die Overtime sein. Jetzt können es nur noch 9 Runden in Folge sein. Aber es sind halt 9 Matchpoints für North, um dieses Best of 3 mit einem 2-0 Map-Score zu schließen. Ja, und sollte hier Tafsen noch die Waffe verlieren, dann werden wir auch bei Tizian und Santaris wenig Geld sehen. Ah, Tapsen, das ist, ja... Timing nicht da, sondern Walde klickt ihn dann halt auch einfach weg. 15. Runde, ja. Xantaris 3000, Tizian 357. Bei den anderen drei sieht es gut aus. Nice. Mether auf jeden Fall mal da in Richtung Big so einen kleinen Kampfschrei ausgesetzt. So nach dem Motto, wir holen euch jetzt. Das war's. Ja, und geldtechnisch sieht es nicht gut aus. AWP 2M4, MP9, UMP. Verzweiflung. Bei Big, bei den Fans und auch bei uns natürlich. 9 Runden in Folge, das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr, sehr schwer, um nochmal irgendwie den Traum vom Major aufrechtzuerhalten. Ja, man muss es halt so festhalten. Es ist, abgesehen von Crystal, halt wirklich der Punkt, dass kein deutsches Team, ich weiß nicht, wie es beim anderen Spiel steht, aber dass kein deutsches Team, kein deutscher Spieler vertreten sein wird, wenn das jetzt hier passiert, auf dem Major.
Und das ist schon dramatisch. Muss ich auch sagen, ja. Also wirklich, wenn No Chance es nicht schafft, dann haben wir keinen einzigen deutschen Spieler auf dem gesamten Major. Nicht mal in der New Challenger Stage. Und von daher, das wäre in Berlin natürlich sehr traurig, aber sieht momentan so aus. Sieht ja mit einem guten Push nach vorne, aber die AWP von Yugi ist da für die Schadensbegrenzung. 3 gegen 3 Situation, noch ist die Runde nicht durch. Big immer noch in der Möglichkeit, das weiterhin am Leben zu halten. Ja, und Kantaris muss den Call bekommen haben von Tizian, was glaube ich, dass die Bombe da down war. Und durch die Steps, die er dann gehört hat, müsste er eigentlich zuordnen können, dass es sehr, sehr wahrscheinlich Richtung A geht. Könnten natürlich auch Fake-Steps gewesen sein, aber zumindest ein bisschen Info, die darüber ging. Die AWP ist da, Kopf hält sich lange bedeckt, bekommt dadurch Gatecap jetzt von hinten, trotz des Jumps hier noch den Kill bekommen. Das heißt, Dennis und Xantaris, die beiden letzten Hoffnungen hier für den B-Clan. Dennis hält sich weiter bedeckt, switcht jetzt auf die USP. Langer Weg noch für Xantaris. Ja, wird geholt von Yugi, alles unter Kontrolle. Xantaris, 1v2. Er ist ein Klatschmeister. Er hat das schon des Öfteren gemacht. Er kann das. Yugi und Kirby sind beide low. Und das bedeutet entweder jetzt oder nie. Xantaris, mach es nochmal. Schöne Nade, das könnte reichen für den Kobe. Und das ist es auch. Yugi jetzt im 1 gegen 1. AWP gegen M4. Die Smoke clever eingesetzt, um hier nochmal rauszukommen. Mit dem Drop nach vorne. Xantaris baitet den Schuss raus. Jetzt muss es der Headshot irgendwie werden, um reinzukommen. Und er macht ihn, Xantaris. Hält uns im Spiel. Und hält Big erstmal am Leben. Da muss er sich erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Das war nochmal ein nervenzerreißender Klatsch für ihn. Jawohl, also absolut. Das ist auch ein sehr gut ausgespielter Klatsch von ihm. Also zum einen halt die Nate in den Pit nochmal. Er hat halt genau die Granaten, die er brauchte. Er brauchte eine Nate, um vernünftig aus dem Balkon rauszukommen und die eine, um den Pitspieler rauszunehmen, weil er das Duell natürlich da nicht eingehen kann. Sobald er rausgeht, bekommt er natürlich Stress vom Sportspieler. Und er hat sich quasi diese Aufstellung der beiden Spieler, die wir natürlich sehen können über X-Ray, hat er sich im Kopf schon zusammengemalt. Also das war ein starker Klatsch von ihm. Die Frage ist, ob das am Ende noch was bringen wird. Genau, weil es eben doch noch Runde für Runde für Runde ist. Und North, ja, obwohl jetzt sind sie auch relativ weit unten, vielleicht mit dem Kauf, das kommt drauf an. Big muss natürlich auch schauen, vielleicht immer wieder mit der Economy so ein bisschen zu spielen und darüber North noch ein paar Runden abzuluxen und in Richtung Overtime zu kommen. Comeback jetzt, Mann. What the fuck? Let's go, Big. Der Banner ist im Chat. Lass es mal noch ein bisschen krachen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Vielleicht ist Big doch noch nicht fertig am heutigen Abend. Und wir kriegen noch keinen Feierabend, sondern wir kriegen die dritte Map. Das wäre natürlich der Wunsch, aber es ist eine ganz schön harte Nuss. Und Dennis muss als erstes wieder dran glauben. Erneut der Entry-Frag für North. Ja, ich erinnere mich da an so ein Comeback auf der Map die Train. Wieso sollte es nicht auf der Map die Inferno genauso passieren? Aber Gate legt da gut los. Xantaris über den Switch ist am Start. Muss umdrehen. Ja, aber das ja, kommt halt der Push schon lang. Und dann ist es eigentlich vorbei. Tapsen im 1 gegen 4. Da müsste jetzt schon richtig was passieren. Ja, Tapsen jetzt im 1 gegen 4 mit der AWP. Den ersten Schuss setzt er nicht rein. 52 AP, jetzt wird er gepusht von drei Seiten. Da ist der Headshot von Kirby. Ich schon mal für North, weil das war stark.